Heute zeige ich euch, wie ihr zu einem super creepy Horror-Clown werden könnt. Hat hier jemand Angst vor Clowns? Ich verstehe gar nicht warum. Ich habe angefangen, weiße Mascara auf meine Augenbrauen aufzutragen, könnt ihr aber eigentlich auch überspringen, denn dann nehme ich einen Klebestift und trage ihn in beide Richtungen über den Augenbrauen auf. Keine Sorge, das geht sogar mit normalen Abschminktüchern wieder weg. Die Augenbrauenhärchen streiche ich jetzt in Wuchsrichtung und trage dann einen transparenten Puder auf. Das lasst ihr gut trocknen und wiederholt die Schritte so oft wie nötig. Je öfter ihr die Schritte wiederholt, desto gleichmäßiger und besser wird auch das Ergebnis. Ich habe das jetzt nur dreimal gemacht, also nicht ganz so oft, weil ich gar nicht so ganz perfekt abdecken wollte. Aber wenn ihr das möchtet, könnt ihr einfach ein paar Schichten mehr machen und dann bekommt ihr auch noch ein besseres Ergebnis. Wenn alles trocken ist, tragt ihr dann eine Schicht gut deckenden Concealer auf. Am besten sollte er etwas orangestichig sein, weil es einfach dieses Bläuliche etwas ausgleicht. Und dann habe ich noch mit einem hautfarbenen Lidschatten ein bisschen genauer über einige Stellen gemalt, weil die ein bisschen arg uneben waren. Als nächstes habe ich weiße Theaterschminke auf den Hals und die Kinnpartie aufgetragen. Den Rest habe ich mit weißen Aquacolors gemacht, weil die einfach nicht so schnell verschmieren. Auch da muss aber nicht alles wirklich super gleichmäßig sein. Das Ganze pudern wir jetzt noch mit einem transparenten Puder ab und konturieren mit einem etwas schmutzig aussehenden gelblichen Braunton das Gesicht. Als nächstes malen wir jetzt erstmal die Grundform des Clownsgesichts mit einem braunen Kajal auf. Das soll später nur zur Orientierung dienen und dann fahren wir diese Linie mit Schwarz nach und malen sie je nach Stelle mit Rot oder Schwarz aus. Hier habt ihr natürlich total kreative Freiheit und könnt euren Clown so gestalten, wie ihr möchtet. Ich male jetzt noch ein paar etwas cartoonartige Mimikfalten auf, weil ich einfach finde, dass es ganz gut zum Stil passt. Und über einige schwarze Stellen trage ich jetzt noch einen schwarzen Lidschatten auf, damit es nicht so leicht verrutscht. Unter den Augen wollte ich ein paar blutige Tränen malen, das machen wir jetzt. Und wenn ihr alles bisher ausgemalt habt, dann malen wir den Mund. Den habe ich bis zum Schluss gelassen, damit einfach nichts verschmiert. Der soll relativ groß und gruselig aussehen. Lass auf jeden Fall in der Mitte genug Platz für die späteren Zähne. Ja, auch das malen wir natürlich aus und verblenden das Schwarz leicht mit dem Rot. Wenn das geschafft ist, fehlen noch die Zähne. Ich habe die jetzt sehr unterschiedlich gemalt und viele Lücken gelassen, weil ich das am coolsten fand. Aber wie immer könnt ihr das machen, wie ihr möchtet. Dazwischen malen wir auch schon ein bisschen mit Schwarz aus, aber wir kommen darauf auf jeden Fall noch später zurück. Die Zähne malt ihr erst mit Weiß aus und gebt dann gelblichen Lidschatten drüber, einfach um einen ziemlich ekligen Effekt zu erzielen. So, dann habe ich mich erstmal ums Kunstblut gekümmert und es da aufgetragen, wo ich es haben wollte. Könnt ihr auch weglassen, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Dann ein bisschen Mascara und roten Kajal in der Mitte der Wasserlinie. An den äußeren Stellen eigentlich noch schwarzer Kajal, aber den hat meine Kamera leider nicht mitgefilmt. Anschließend malen wir jetzt noch das Schwarz am Mund fertig. Wenn ihr einen habt, könnt ihr auch gerne einen schwarzen Lippenstift nehmen. Und dann seid ihr fertig. Ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Wenn das so ist, dann lasst es mich doch gerne wissen. Ihr könnt hier unten meine anderen bisherigen Spooktober-Videos finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir sehen uns dann auf jeden Fall am Sonntag zu einem normalen Video wieder. Bis dann. Tschüss.